Familie Sü, wir bedanken uns, dass Sie sich so kurzfristig bereit erklärt haben für ein großes Gespräch. Sie haben bereits, wie wir erfahren haben, vor einigen Jahren ein Schwabenhaus über die Firma Baumert Immobilien bauen lassen. Wie ist damals der Kontakt zustande gekommen? Durch welche Wege? Wie sind Sie auf Baumert Immobilien gekommen? Baumert Immobilien, wir waren bekannt vorher schon, sozusagen eine Kindergartenbekanntschaft von unseren Kindern. Und so ist das eigentlich entstanden. Und die Frage war vorher eigentlich immer schon, ob wir nicht mal bauen wollen. Und dann irgendwann ist es entstanden, dass wir das in Angriff genommen haben. Die Vorbereitung und Baudurchführung ist eine sehr intensive Zeit, auch wenn das schon einige Jahre zurückliegt. Wie sind Ihre rückblickenden Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit der Firma Baumert und der Firma Schwabenhaus? Naja, alles zur Zufriedenheit schon, aber reibungslos nicht. Denn wir hatten dann Probleme. Wir haben mit Keller gebaut und der Keller wurde extra ausgehoben nochmal von jemand anderem. Und da gab es dann schon Probleme, da Firma Knecht da Differenzen hatte mit der Baugrube. Aber das geht jetzt eigentlich nicht auf Schwabenhaus. Also weil eben mehrere Partner am Boot waren, war ja nicht nur Schwabenhaus. Und wenn Sie rückblickend Schwabenhaus als Hausbauer und Haustyp und von der Hausqualität her beurteilen, was würden Sie da für eine Einschätzung erteilen? Also mit der Firma Schwabenhaus selber waren wir zufrieden, also das hat halt gut geklappt. Ja, war eigentlich in Ordnung. Auf einer Zufriedenheitsskala von 1 bis 5 würden wir Sie bitten, die Zusammenarbeit mit Baumert Immobilien zu beurteilen, wo bei 5 für die Bestbenotung steht. Welche Benotung würden Sie erteilen in diesem Falle? 5. Also wir würden schon 5 sagen, also was die Hausabwicklung und genau. Komplett, ja. Also, ja, also direkt, was jetzt Schwabenhaus angeht, ja. Aber wie gesagt, bei uns waren halt verschiedene andere Partner noch da. Und das war eben schwierig, das zu koordinieren, zumal ja auch noch ein Architekt im Boot war. Aber ansonsten mit Schwabenhaus sind wir sehr zufrieden. Familie Süd, dann bedanken wir uns für das gute Gespräch mit Ihnen, wünschen Ihnen alles Gute in Ihrem Haus, das Sie schon viele Jahre bewohnen. Für Sie Glück und Gesundheit. Dankeschön und auf Wiedersehen.